Vor allem, er hat sich einfach komisch. Was konisch? Chronisch ist auch, ja. Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach. Ich habe auch voll das lustige Gefühl, das kommt auf einen Schlag, merkst du das? Das geht von jetzt zu nachher, merkst du, Alter, jetzt Jetzt, merkst du, dass du alt wirst. ja, geht's, Erstmal. Alter, jetzt wird's alt. Ja, so ähnlich. So. Du merkst körperlich noch nicht so richtig, aber dann so. Fein, Alter, was die für Musik anhören. Das schon. Junge. Wayne. Ja, okay, Lil Wayne, das, ich weiß nicht, aber diese Nicki Minaj Alter. und Vor allem Nicki meine Minaj, die hat ja Fresse. irgendwas noch gewonnen jetzt hier bei den European Music Awards. Ja, wie? Oh, Bill, ich habe den Sprung gerade geschafft. Ja, nice. Aua. Ich frage mich, wie? Ja. Weiß. Okay. Jetzt, die wackelt ein bisschen mit dem Arsch, dann ist alles okay. Ja, das ist das, Alter. Also ich möchte jetzt niemanden angreifen damit, aber im Prinzip ist es so, dass viele weibliche Sängerinnen überhaupt nicht singen können. Die sehen Ja, einfach nur Mann. gut aus und das war's. Ja. Ja, so ist auch zum Teil echt. Aber manche sehen mega aus und können auch echt gut singen. Das auf jeden Manche sehen Fall. nicht so gut aus und können trotzdem gut singen. Aber die haben mal halt die kleinere Chance, eben groß rauszukommen. Ja. Das ist eigentlich voll, also, weil die entsprechen ja dann nicht dem Standard, sage ich jetzt mal. Ja. Ist eigentlich relativ scheiße, das ist ja dann keine Gleichberechtigung, Mann. Ja, dann sagen sie, Da muss ich eingreifen. Gleichberechtigung. Ja. Ach, das ist doch sowieso so ein. Solange es das gibt, solange es die Diskussion gibt um Gleichberechtigung und Feminismus und was weiß ich, Frauenquote und das. So ist halt meine Meinung, wird es das immer geben, so eine Scheiße. Ja, Also schon. so, dass es nicht gleich ist. Weil dadurch machen sie es nicht gleich, finde Ja. ich. Was Gleich ist viele. für mich. Ja. Ja, gleich ist halt für mich, wenn die Frau eingestellt wird, nicht wegen der Frauenquote, sondern wegen ihren Qualifikationen oder wegen ihren Argumenten. Nee. Ihren Persönlichkeiten, Ja. Nee. Persönlichkeit. Nee, das ist, ja, das hat. Das ist für mich Gleichberechtigung, wenn jetzt praktisch eine Frau und ein Mann sich auf den gleichen Job bewerben und dann nicht geguckt wird, ah ja, jetzt müssen wir die Frauenquote hochheben, wir stellen jetzt die Frau ein. Das sind aber auch Das voll ist ja dann die. den Mann diskriminiert. Ja, schon. Das sind aber auch voll die sneaky Bastarde, ey. Dann, weißt, dann haben sie eine Frau mehr und haben insgesamt vier Frauen dann im Geschäft. Dann schreiben sie, ja, sie haben die Frauenquote um 25% erhöht. Ja, Mann. Aber wenn dann eine geht, ja, dann schreiben sie, ja, es ist eine Frau weniger, die jetzt hier arbeitet. Ja, Mann. Ja. Einfach bloß Schein. Ja, richtig. Ich meine, was juckt mich das, ob das jetzt eine Frau ist, die da arbeitet oder ein Mann? Solange die ihren Job machen, ist es doch alles Ja, okay. ach ne. Ja, so ist. Ja, und so soll das eigentlich sein. Richtig. Dann ihren Job machen, scheißegal. Ob der Typ jetzt schwul ist oder nicht, weißt du, das ist halt auch dieses Ganze mit Homos hier respektieren und was weiß ich. Alter, ganz ehrlich, dadurch kriegt man ja noch mehr einen Hass Natürlich. eigentlich, weil man die ganze Zeit hört, ja, man muss Homos akzeptieren, so wie sie sind, was weiß ich. Ja, ich meine, dass sie doch sein, wie sie sind. Was juckt mich das? Was juckt es Ja, ach irgendjemanden? ne. Ich meine, natürlich wird es immer Leute geben, die was dagegen haben, aber mein Gott. Ja, aber das sind so wenig. Ja, richtig. Was interessiert mich, was bei denen im Schlafzimmer abgeht? Ja, Mann. Solange sie es mir nicht irgendwie aufdrücken oder
Mir die Nase reibe oder sage, ich muss auch so, wäre ich mir alles egal. Der die Nase reiben. Und das ist genau das Gleiche mit Religion. Genau. Solange keiner zu mir kommt und sagt, du musst, keine Ahnung, jetzt hier Christ sein, Moslem, was weiß ich. Eben. Ist doch mir scheißegal, der kann ja machen, was er will von mir aus. Er darf mich bloß nicht hier irgendwie unterdrücken oder mich in meiner Freiheit irgendwie begrenzen. Ja. Darf nicht sagen, ja, du glaubst an den falschen Gott. Was? Ja, genau. Was? Mal verpissen, Junge. Ich meine, ich bin nicht gläubig, was das angeht, aber ich meine, ich sage auch nicht, ja, ey, wieso glaubst du an so einen Scheiß, ja? Ich meine, Ja. sollen sie halt dran glauben. Ich meine, ich glaube halt Ja, an ist ja was dann ihre Sache. anderes. Ich Ja. glaube halt dann eher an die Wissenschaft, was das angeht. Ja, das auf jeden Fall so. Ich bin irgendwie so ein bisschen so beides. Kein ganzer Atheist, aber auch kein Okay, ganzer was? Christ. What? Ich meine ganz ehrlich, wer Wenn glaubt, dass, also dass Adam und Eva die ersten Menschen waren, ja? Also ganz ehrlich, dann. ja, ich. Da gibt es ja auch hier diesen Ja, Spruch. okay, man. Hätte Eva damals die Schlange gegessen anstatt den Apfel, dann wären wir jetzt alle im Paradies. Scheiß Vegetarier. Ja, das ist auch wieder so eine Minderheit. So Vegetarier und Veganer. Weißt du, dann kaufen sie sich, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, dann kaufen sie sich Tofu mit Schnitzgeschmack. Aber sagen, ich bin hier, ja, vegan, vegan, vegan. Ja, Aber der genau. Tofu mit Schnitzelgeschmack, jawohl, ja. Ja, Mann. Und der Energy Drink mit Bacon-Geschmack. Mit Currywurst-Geschmack, ja. Oder mit Das ist Currywurst. schwaches. Junge, das muss ich trinken, das ist richtig geil. Ganz ehrlich, ich kenne auch welche, die sind vegan, aber man sieht es denen übel an irgendwie. Die sind. Natürlich sehe ich den dann. Ich meine, so normale Menschen, die haben ja ein bisschen Farbe im Gesicht. Und Ja. Veganer, denen fehlt die Farbe irgendwie komplett, finde ich. Ja, Und oh Mann, der letzte Sprung. meiner Schwester im Geburtstag, die musste da halt extra für die, musste die halt ja, eine extra Pizza backen. Ich meine, sie Okay. hat natürlich Rücksicht drauf genommen auf sowas, aber. Ja, klar, also wenn man es weiß, dann kann man da ja auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, das ist. Ja, eben. Ja. Wenn ich es nicht weiß, dann Aber kann ich es auch nicht ja, ändern. genau, dann, wenn du es nicht weißt und derjenige, der dich dann noch anmotzt, Selber schuld. dann ist dann schon wieder so einfach scheiße. Ja. Aber ich denke, es wird sich niemals ändern, denke ich, dass alle gleich sind auf der Welt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube auch nicht. Weil es immer einer gibt, der dann sagt, nee, der ist anders da, der ist scheiße, was weiß ich. Oh, der ist schwarz. Und Was? dann rennt, ja, was? Also, wenn jetzt, ich bin kein Rassist oder so, mein Arbeitskollege, bei dem ich lerne, ist selber farbig und wir verstehen uns top. Oh ja. Das ist wahrscheinlich einer der besten Freunde, die ich da habe in dem Laden. Der einzige. Ich kenne den ja Ja. vom Sport damals. Also wir verstehen uns echt gut. Und wie gesagt, was juckt mich das, ob der welche Hautfarbe der hat oder welche Religion? Ich meine, jedem das seine. Ja, genau. Solange er glücklich damit ist, soll er machen, was er will. Eben, solange jetzt gerade bei Religion, solange mich damit in Ruhe lässt, ist mir das eigentlich egal. Ja. Wenn ich so richtig strenggläubige Christen oder Moslems oder Juden oder Hindus oder sonst was sehe und die mich fragen, an was ich glaube, dann sage ich an Superman. Wenn sie sagen, wie kannst du an sowas glauben? Naja, Ja, irgendwie ja es schon. ist auch nicht belegt, dass es ihn nicht gibt.
Und das steht in einem Heftchen drin.